Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal wieder Minecraft. Mal wieder die One-Chunk-Challenge, mal wieder mit den gleichen Leuten. Aber diesmal wird Roblox Victor das Spiel alleine durchspielen, weil er uns beweisen will, dass er besser ist als wir. Mal schauen, was daraus wird. Los geht's mit dem Video. Hey, so schön, dass Roblox Felix mal endlich nicht alle Tiere getötet hat, sondern ein paar von den Tieren am wenigstens am Leben gelassen hat. Stellt euch vor, Roblox Felix hat einfach beim letzten Mal all diese Tiere runtergeworfen von der Map. Oh Fuchs, du bist so ein Beep. Genau, Beep bist du. Warum habe ich mitgemacht? Fragen wir uns auch, Digga. Wir wollten dich eigentlich nicht hier haben. Ich mach das gleiche wie beim letzten Mal. Warte, Anton, du weißt, wir dürfen nichts machen. Achso, Victor macht das ja. Stimmt. Okay, okay, Dream. Unsere Aufgabe ist es, jetzt mal wieder gar nichts zu machen, während Victor das Spiel durchspielt. Ich will Tiere machen. Ich mach Tiere. Du kannst gerne Tiere machen. Ich mach das Spiel. Okay. Wir machen gar nichts. Roblox Victor spielt das Spiel durch. Ich pack dir hier ein paar Sachen rein, die du vielleicht gebrauchen könntest. Louis, komm, wir seilen uns ab. Wir setzen uns ab woanders hin. Wir seilen einen ab. Genau, wir seilen einen ab. Das ist voll ekelhaft. Wir brauchen dafür erstmal ein bisschen was. Wir müssen uns ja erstmal bedienen, ja. Das ist voll ekelhaft. Genau, wir bedienen uns an den Ressourcen, die Victor sammelt. Ja. Das kannst du gerne machen, Digga. Ich sammle eben zum Beispiel seine Äpfel. Genau, Digga, meine Äpfel kannst du gerne haben. Und Fuchs macht wieder alles kaputt. Er sabotiert uns. Typisch für Fuchs. Typical Fuchs, Digga. Das macht Fuchs gerne, sabotieren. Louis, ich habe eine geniale Idee. Darauf ist noch niemand gekommen. Wie wär's, wenn wir hier eine Mopfer hinbauen? Boah, das ging wieder richtig geile Idee. So eine mit Wasser und sowas. Ja, auf so eine Idee wäre doch nie gekommen. Aber wir könnten vorher hier so eine Baumfarm hinbauen. Oh ja, man könnte davor einfach eine Baumfarm bauen. Boah, das wäre richtig eine nice Idee. Ich glaube, wir haben sogar schon alles, was wir dafür brauchen. Möchtest du ein bisschen Holz? Stein? Erde? Ich bin ein Minecraft-Profi. Kann es sein, dass es immer mehr Tiere werden? Jetzt sind jetzt 3 Kühe. Hä? Ich weiß, du hast eine Obsession mit Tieren, Fuchs. Warte, kann es sein, dass Kühe die ganze Zeit spawnen? Ja, wir haben auch 6 Schweine auf einmal. Okay. Das passiert, wenn Fuchs sich mal zügelt mit seinem Tiere töten. Ach so, deswegen hat wir die ganze Zeit keine Tiere. Fuchs hat immer spawnende Tiere getötet. Ja, rat mal, warum der immer hier gechillt hat am Spawn. Ach so. Das hast du also die ganze Zeit gemacht, Fuchs. Ich schwöre, Fuchs ist so ein Saboteur. Ein Apfel. Ich finde Diamanten zuhauf, aber ich finde kein Eisen. Louis, ich habe einen Apfel, komm mit auf unsere Base. Ich will auch einen Apfel. So, Louis, was bietest du mir für den Apfel? Ein Shadow Dragon. Ein Ei. Oh ja, gib. Aber der Twist Fuchs, ist, ich muss das Ei werfen. Und der Inhalt gehört dir. Wisst ihr was, Leute? Geh jetzt endlich weg. Aber Anton, der Twist ist, ich muss das Ei werfen. Gib mir den Apfel. Gib mir den Apfel sofort. Ah! Was? Ich hab dich gar nicht getroffen, das war eine Lüge. Das geht voll ins Auge. Ich bin gestolpert. Nicht gerade. Unfälle passieren. Warte, Bruder, komm. Komm, Bruder, komm. Ja, ich komme. Ich habe 2 Stöcke mit mir in den Tod gerissen. Ich will doch nur einen Shadow Dragon. Hier, Bruder, einen Apfel. Danke, Bruder. Den brauchte ich. Ich kann ihn gar nicht essen, weil ich satt bin. Was ist das denn für ein Spiel? Komm, wir gehen Fuchs ärgern. Wir machen jetzt einen Speedrun. Einen Fuchs-Speedrun. Einen Fuchs zum Quitten bringen, Speedrun. Hallo, Fuchs. Aua, Fuchs schlägt mich. Ey, Fuchs schlägt uns. Hey, warum schlägt Fuchs, er uns? Hallo, Fuchs, was soll die Scheiße? Roblox Victor, Fuchs schlägt uns. Oh, Fuchs. Entschuldige dich bei denen. Fuchs, der Mongo hat sich umgebracht. Wie dumm. Kommando ein. Wo ist mein Apfel? Wer hat meinen Apfel aufgeklaut? Könnt ihr zufälligerweise auch mal was machen und einfach nur ein Bett bereitstellen? Ja, natürlich. Alles, was du brauchst, my lord. Außerdem ist Fuchs der Hirt. Ihm gehören die ganzen Tiere. Ja, dann Fuchs, dann töten wir. Genau, Samen? Ihm gehören die ganzen Tiere. Wer hat mein Seed aufgesammelt? Ich brauch den. Deine Samen. Seed? Ja, den Seed. Ich hab kein Seed. Da lag einer. Fuchs, ich weiß nicht, was du für einen Stuss redest, aber halt mal die Fresse. Ich brauch den für die Hühner, Jungs. What the fuck, Fuchs, du hast alle Schafe getötet. Naja, immerhin kann ich jetzt ein Bett daraus machen. Habt ihr Holz für mich, Bros? Bitte. Danke, Bro. Ich gebe dir auch Fleisch. Das hat Roblox Felix von den Schafen bekommen, die er eiskalt ermordet hat. Wieso hast du die ermordet, Fuchs? Ja, jetzt gibt's hier keine Schafe mehr. Wir könnten Schafe gebrauchen. Bist du dumm, Fuchs? Was machst du da für eine Scheiße? Die ganze Zeit nur am Scheiße bauen. Das, was er gesagt hat. Nehmen wir mal runter. Der Creeper. Ein Zombie. Eine Spinne. So. Nee, den traue ich nicht. Du traust dir nicht. Du bist so ein Unehrenmann. Wenn ich im Wasser bin, sieht die Sonne so schön aus. So schön.
Wenn ich aus dem Wasser rauskomme, sieht die Sonne so schrecklich aus. Du siehst schrecklich aus. Lass die Sonne mal in Ruhe. Warum ist da wieder ein Schaf? Woher kommen die? Ich habe die Schafe zurückgeholt, weil du sie getötet hast. Irgendwas muss man ja mal wieder gut machen. Ja, wir haben ihn. Wir haben ihn. Schnell weg, schnell weg. Hast gerade einen Silberfisch geklaut? Wir haben den Silberfisch-Spawner zerstört. Ehrenmänner, danke. Oh, die Sonne sieht so schön aus, wenn man draußen ist. Was hat Fuchs dir schon wieder angerichtet? Oha! What the fuck? Digga, man kommt einfach aus der Erde zurück und was sieht man? Fuchs hat 30 Creeper in die Luft gesprengt. Digga, typisch. What the fuck, Fuchs? Und dann lacht er auch noch richtig räudig. Lass mal hier ein Wasser. Alles klar, dann. Ja, okay. Fuchs macht wieder sein eigenes Ding. Er hat das Haus auseinandergebaut. Digga, what the fuck? Fuchs, das ist mit dir falsch. Halt ehrlich. Fuchs läuft einfach Amok. Ich will nie wieder mit euch Minecraft spielen. Please, Pat, please. Ich hab einen Shadow Dragon bekommen. Gut. Guck mal in meine Hand. Shadow Dragon bekommen. Ich hab das bekommen. Ich schau. Kannst du mir einen Wassereimer dann geben? Ja, kann ich machen. Roblox Victor ist so ein Ehrenmann. Er gönnt uns das, obwohl Fuchs uns die ganze Zeit sabotiert. Ja, ich gönn ihm ja, damit der euch sabotiert, wisst ihr? Fuchs haut Louis schon wieder, hä? Hä, warum tötest du jetzt Louis? Was soll die Scheiße, Fuck? Das kam voll random. Essen wir am besten ein paar Äpfel. Und gehen wir schlafen. Also warte, wir schlafen. Ich will auch schlafen. Hey! Ey, Fuchs hat mir das Bett unter den Füßen weggerissen. Im echten Leben kriegt man nichts mit, wenn man schläft. Das heißt, es kommt ein Cut. Das Schwein schläft mit mir. Oh ja. Nö, keine Lust mehr. Keine Lust mehr, mit Schweinen zu schlafen. Ich nehme jetzt mein Bett und wir gehen rüber auf unsere Insel. Genau. Warum brenne ich eigentlich? Ist es eigentlich schlau, uns hier hinzulegen? Weiß ich nicht, aber ich will da liegen. Wenn ich die mal aufstehen, guck mal. Ich glaube, wir dürfen nicht aufstehen. Okay, Victor, wie lang noch? Ich brauche noch eine Enderperle und ein wenig Holz am besten. Habt ihr ein wenig Holz für einen? Nee, die Bäume wachsen einfach nicht mehr. Wir haben diesen Steg gebaut, das ist nicht ein Baum gewachsen. Wetten, die haben keinen Bock zu wachsen wegen Fuchs. Nee, die haben keinen Bock zu wachsen, weil Fuchs sich nicht schlafen legt. Es ist Nacht. Ist so, wie sollen die denn nachts wachsen? Wir schlafen die ganze Zeit, Fuchs macht gar nichts. Ist so, Fuchs macht gar nichts, was soll die Scheiße? Wir versuchen es stark zu machen. Guck, Fuchs, mach endlich, fang endlich an zu arbeiten. Ich stehe jetzt auf, Anton. Nein, mach's nicht. Nein, oh Gott. Steh nicht auf. Hallo? Hey, hallo. Ah, ich steh jetzt auf. Mm. Loi, ich steh auf deinem Bett. Knappe Kiste. Oh mein Gott. Der Dorfbewohner schläft auch. Aber da ist doch die Sonne an, dann guck mal. Ach, guck mal, da ist die Sonne, wir brauchen gar nicht mehr schlafen. Jetzt kommt der Dieb Fuchs. Das sind meine Bäume, die habe ich gepflanzt. Ich schwör, Fuchs hat uns vorhin die ganze Erde geklaut. Victor, ja? Bleib stehen. Ich geb dir 8. Das ist eins mehr. Ah, danke. Und ich geb dir auch was hier. Ah. Oh, danke schön, Louis. Wir sind Ehrenmänner, ich weiß. Und Fuchs gibt mir natürlich gar nichts. Alles für unsere Insel. Typisch. Alles für unsere Insel, Anton. Alles für unsere Insel. Fuchs, was willst du hier? Ja, guck mal, er steht hier mit einer Axt. Er will hier unsere Bäume pflanzen. Ich schwöre, abhauen. Der bedroht uns. Der steht jetzt hier mit der Sichel wie der Sensenmann. Mhm. Jetzt willst du unsere Erde hier besamen, ne? Mhm. Das macht man nicht. Nein. Guck, jetzt regnet, Fuchs. Du hast die ganze Laune runtergezogen. Ist toll. So. Anti-Fuchs. Darf ich bei euch chillaxen? Natürlich, komm. Ich chillax jetzt bei euch. Ich baue jetzt ein bisschen vor euch hin. Nice. Sagst du Erde? Nee. Okay. Willst du einen Schlag auf die Fresse? Ja. Gibst du mir einen Schlag in die Fresse? Fuchs, willst du einen Schlag in die Fresse? Ja. Und wie ist es jetzt? Oh. Oh. Warum wachsen die blöden Bäume nicht? Wegen Fuchs. Wegen Fuchs. Ich sag dir, dieser Baum wurde von Fuchs gepflanzt. Ich mach das jetzt richtig. Hallo, ich mach das jetzt richtig. Wetten, der wächst direkt. Man pflanzt den Baum nämlich hier und gibt ihm ein bisschen Liebe. Nicht hingucken. Ich will auch Liebe geben. Ich will auch Liebe geben. Okay. Bah, Fuchs hat das aufgesammelt. Fuchs ist nicht klar. Bah, der hat dran geleckt. Das hab ich gesehen. Er hat aber dran geleckt! Fuchs der Widerling. Leute, ich bringe euch so, jetzt ist der Baum bereit, der wird am nächsten Tag wachsen. Es sei denn, Fuchs macht weiter damit. Damit vergraulst du den. Blub, blub. Ei! Wo kommt der denn her? Warum wollte er mich töten? Fuchs, was hast du angerichtet?
Fuchs, was hast du angerichtet? Oh, ey, der will mich auch töten! Fuchs, was machst du wieder für einen Scheiß? Anton, der will mich töten. Bruder, wir müssen wieder zurück zu unserer Insel, die ist sicher. Fuchs will schon wieder aus der Welt. Ich glaube, er ist depressiv. Ich glaube, auch. Fuchs will schon wieder aus der Welt. Ich glaube, er ist depressiv. Ich baue das Laube. Nein! Das musst du alleine ab... Fuchs, bist du krank? Du zerstörst unsere ganze... Nee. Okay, Leute, wir können in Nether. End Sand. Können wir? Du bist schon fertig? Ja, ich muss kurz auf... Warte, wie lange... Ja, wir nehmen seit einer halben Stunde auf. Also nicht mal seit einer halben Stunde. Das ist viel zu schnell. Wie bist du jetzt schon nach einer halben Stunde bereit? Okay, auf geht's ins Ende. Eine halbe Stunde, nachdem wir angefangen haben. Sorry, das sind Zombies. Ich baue die einfach hier weg, okay, Anton? Ich habe eine Spinne getötet, ich bin ein Gott. Hier, please, Pet, please. Anton, nein, du schaffst das. Willst du Axt haben, Anton? Hier hast du Axt. Ja, Axt. Okay, danke. Jetzt wird er geschlachtet, wir brauchen Blöcke, glaube ich, ne? Ich habe ein paar Blöcke mitgenommen. Nice. Sollten genug sein. Ich habe noch eine Spitzhacke, wenn es nicht reicht. Victor, wie hast du das gemacht? Ich bin ein Profi. Ich hab doch gesagt, es war nicht so lange. Roblox Victor hat alles in die Hand genommen. Wir brauchen beim letzten Mal so 3 Stunden. Ah. Herr Fuchs, geh aus dem Weg. Aber ich hatte gerade noch genug. Jetzt geh! Oh fuck, wir brauchen Blöcke, Leute. Fuchs, jetzt geh endlich. Geh aus dem... Fuchs hat mich runtergeschlagen. Oh, Fuchs! Jetzt ist die Axt weg! Jetzt ist die Axt weg, Fuchs! Du holst jetzt eine Eisenaxt her für Anton. Sofort! Sofort. Ey, Fuchs sabotiert uns von Anfang an. Er ist der Sabotageur. Warte, warum fehlen da Sachen? Da fehlen Blöcke, was soll die Scheiße, Fuchs? Hat Fuchs wieder was abgebaut? What the fuck, Fuchs? Mal wieder, Fuchs, mal wieder. Er hat den ganzen Weg abgebaut. Hier. Ich kümmere mich um die Beschaffung von mehr Wolle. Mit allen Mitteln, die ich habe. Ich habe uns ein Bett gebaut. Kann ich hitten? Okay, ich komme zu euch, Jungs. Oh mein Gott, der Eingang ist wieder kaputt wegen Fuchs. Schon wieder der Eingang kaputt? Mann! Warum sagst du eigentlich nichts mehr, Fuchs? Fuchs sabotiert uns die ganze Zeit. Das regt mich voll auf. Wie soll ich... Der Berg macht los. Okay, raus, let's go. Hallo, Anton. Jetzt wird ge... Ich hab ihn gegeben! Fuchs, was hast du schon wieder angestellt? Och, Fuchs! Lebt das Diamantschwert noch? Wenn nicht, sind wir am Arsch. Natürlich, Fuchs. Oh mein Gott, ich bin wieder tot. Danke, Fuchs! Digga, Victor hätte den Enderdrachen schon 3-mal geklatscht. Der Fuchs sabotiert uns, der spricht auch nicht mit uns. Ja, weil er uns sabotiert. Leute, please help, please. Please. Ich help. Ich schlag den gerade hier so über meine Hand. Ich auch. Ich hab Prügelt ihn. Er prügelt ihn. Oh Gott. Er prügelt ihn, Leute. Ich hab einen verzauberten Goldapfel. Ist den. Hab ihn. Hast du ein Schwert? Ja. Gut, und jetzt gleich auf. Gibt's auf die Fresse, wenn der Enderdrachen mal runterkommen würde. Auf die Fresse. Ist er bereit, runterzukommen? Was? Ich hab ihm nicht einen Hit gegeben. Er hat mich einfach weggeschlagen. Ich kam nicht mal in seine Nähe. Weißt du, ich hab das Gefühl, Roblox Felix ist gar nicht auf unserer Seite. Dieses Gefühl habe ich auch. Auch? Ich auch. Ich dachte, ich wäre damit alleine. Komm, nein, ich bringe jetzt alles, was ich noch habe, mit. Du bist nicht allein, Anton. Ich bringe 11 Eier mit. Nicht 11 Eier! 11 Eier werden das regeln! Diese Eier werden das Finale machen. Diese Eier werden der Grund sein, weswegen wir gewinnen. Ah! Er hat's überlebt, okay. Ich bin runtergefallen, okay. Der Nether ist gleich tot und... Und... Verpass ich's! Er ist tot! Ich hab's schon wieder verpasst, weil Fuchs... Easy! Warte mal, man hört das auch hier? Ich hab doch gesagt, es wird nicht so lange dauern. Ja, Victor hat das wirklich in unter einer Stunde gemacht. Okay, Leute. Ja. Ich danke euch fürs Zusehen. Das war's mit dem Video. Bitte geht auf Roblox Felix Kanal rüber und hatet ihn zu Tode. Nein, hatet ihn nicht. Roblox Felix ist ein Ehrenmann. Aber er hat uns manipuliert, das geht gar nicht. So ein Nichtsgönner. Ist so. Er hat uns manipuliert. Ich danke euch fürs Zusehen. Das war's und ciao. Lass es nie wieder machen.